U10 kennt alle Herausforderungen rund um den Boden und entwickelt immer die passenden Lösungen. Quadratmeter für Quadratmeter. Mit U10 wird der Bodenleger zum Herrscher seines Territoriums. Denn wer sich U10 auf die Fahne schreibt, dem gehört der Boden. U10 und der Boden gehört dir. Wie wird Bodenfeuchtigkeit und erhöhte Restfeuchtigkeit in zementären Untergründen abgesperrt und schnell eine Haftbrücke gebildet? Mit UZIN PE 480 und UZIN PE 280. Kunststoffverschluss und Boden des Deckeleinsatzes des Kombigebindes mit einem kräftigen Metalldorn oder Schraubenzieher mehrmals durchstoßen. Dabei Schutzkleidung nicht vergessen. Härterflüssigkeit vollständig in das Harzgebinde einlaufen lassen. Die beiden Komponenten mit Bohrmaschine und Rühraufsatz im Gebinde schlieren frei mischen. Diese Mischung dann in ein sauberes, leeres Gebinde gießen und nochmals durchmischen. UZIN PE 480 umgehend mit einer B2-Zahnung gleichmäßig auftragen. Anschließend mit der UZIN-Nylon-Plüschrolle nachwalzen. Zur Beschleunigung der Durchhärtung und somit schnelleren Weiterarbeit kann UZIN PE 480 ein UZIN-Epoxy-Beschleuniger zugegeben werden. Bitte entsprechende Produktdatenblätter beachten. Zur Herstellung einer griffigen Oberfläche die Blitzgrundierung UZIN PE 280 auftragen. Die Grundierung mit einer kurzflorigen Lammfellrolle oder alternativ mit der UZIN Nylon-Plüschrolle gleichmäßig, dünn und vollflächig auf den Untergrund auftragen. Durch die schnelle Trocknung von UZIN PE 280 kann die Fläche bereits nach ca. 60 Minuten überspachtelt werden. Die Nivelliermasse UZIN NC 170 Level Star mit klarem, kaltem Wasser anmischen. Zum Anrühren ein leistungsfähiges elektrisches Handrührgerät wie das Rührwerk PowerX 1300 von Wolf und den UZIN Spachtelmassenrührer verwenden. Die Nivelliermasse UZIN NC 170 Level Star auf die vorbereitete Fläche spachteln. Alternativ zum Spachteln kann auch die Rakeltechnik angewandt werden. Hierzu empfiehlt sich das Flächenrakel aus dem UZIN-Sortiment. Anschließend die noch flüssige Schicht mit einer UZIN-Stachelentlüftungsrolle entlüften.